Hallo und willkommen bei den Spiele-Dinos mit der Melanie und dem Angelo. Schön, dass ihr wieder reinschaut zu einer neuen Folge Gesleeved, neu im Regal. Wir stellen euch vor, was so neu in die Sammlung gekommen ist. Immer schön, wenn ihr nachher schreibt, auf welches Spiel ihr so am meisten Bock hättet, dann wissen wir so ein bisschen, in welche Richtung wir das nächste Video planen können. Kurz und schmerzlos, ich fange an, wir fangen an, denn ein Kickstarter ist eingetroffen. Und zwar die beiden neuen Erweiterungen, die neuesten Erweiterungen zu Everdale. Spirecrest und Belfire. Einmal ist es die 6-Spieler-Erweiterung. Auch nicht schlecht. Everdale ist ja wirklich traumhaft schön, kommt jetzt auch bei Pegasus auf Deutsch. Bin ich gespannt, ob sie nach und nach auch die Erweiterungen bringen werden. Ja, und die Spirecrest-Erweiterung, da gibt es auch so kleine Viecher, auf denen wir reiten können. Sah auch ganz witzig aus. Wir haben es noch nicht aufgemacht, wir haben es noch nicht ausprobiert, aber freue ich mich drauf. Und dieses Mal ist diese Sendung auf jeden Fall markierfrei, weil unsere Katzen vertragen sie in der Zwischenzeit sehr gut und sie haben alles im Griff. Wenn ihr keine Bilder von Neo mehr seht, liegt es nicht daran, dass ich böse war. Nein. Okay, ich mache weiter mit einem anderen Kickstarter. Wenn wir schon beim Kickstarter-Run sind, dann zeige ich euch jetzt nur einen kleinen Teil der großen Lieferung, denn Starcadia Quest ist gekommen. Starcadia Quest ist aus der Reihe von Arcadia Quest. Die Arcadia Quest Spiele, da gab es ja Arcadia Quest und Arcadia Quest Inferno. Und das Ganze spielt jetzt in Stars oder in Space. Davor war es so ein bisschen Fantasy-Setting. Wir haben wieder coole Chibi-Figuren. Es ist semi-kooperativ. Das heißt, wir haben gemeinsame Ziele. Wir wollen aber auch unsere eigenen Ziele erreichen. Es ist kampagnenbasiert. Wir werden uns im Spielverlauf aufleveln. Unsere Helden aufleveln mehrere. Also die Spieler spielen mehrere Helden. Ich hoffe, es kommt irgendwann auf den Tisch, Leute. Ansonsten, es sieht halt einfach gut im Regal aus. Haben wir es halt und wir können richtig super tolle Figuren. Ich habe das noch total spät geplätscht im Late Pledge, weil ich dachte, nein, komm, ich nehme es nicht mehr. Ich habe Inferno schon nicht gespielt, es liegt nur rum. Und dann habe ich die Chippies gesehen und war wieder fast all in. Ach doch, ist doch Käse, Kinder. Nicht ganz so Käse, sondern mit einer schönen Spieldecke ist dieses Mal Hupsi. Mandala. Mandala ist ein reines Zweispielerspiel. Wir machen schöne bunte Mandalas. Dabei darf natürlich jede Farbe nur einmal vorkommen in jedem Mandala. Und da geht es halt einfach darum, so Mehrheiten zu machen, ein bisschen taktieren. Wie kann ich welche Karten abgreifen? Wie mache ich die meisten Punkte und gewinne dieses Ding für mich? Ja, und das Geile, das Spielbrett ist eine Tischdecke. Genau. Voll geil. Mandala. Beste Idee. So, jetzt kommen wir zum Spiel. Volt ist schon älter. Warum hat er das jetzt bestellt? Weil ich das ja im Spieleladen noch vor Corona gespielt habe mit, jetzt habe ich leider den Namen vom Herrn Heidelbeer-Menschen vergessen. So gibt's doch gar nicht. Egal, sorry. Jetzt war ich nicht gut vorbereitet. Egal, er hat es uns erklärt und ich war total begeistert. Denn es ist ein bisschen wie, Roborally. Jetzt habe ich gerade einen Blackout. Nur in viel kürzer, weil Roborally ist geil. Wir programmieren ja unsere Roboter und versuchen Checkpoints abzulaufen. Hier programmieren wir auch in einem Roboterkampf-Arena. Aber das ganze Spiel geht viel flotter und bei Roborally hat man manchmal halt echt das Gefühl, dass man sagt nach einer Dreiviertelstunde, oh Leute, ich bin noch lange nicht am Ziel. Und ich fahre immer im Kreis und hier und geht es flotter ab, wir bekämpfen uns. Richtig geil. Für 4 Personen. Ich hoffe, wenn Corona vorbei ist, dass das endlich gespielt werden kann. Und es war tatsächlich auch ein Corona-Kauf, weil es heißt ja immer schön, die kleinen Spielläden unterstützen. Das haben wir direkt beim Heidelbeer bestellt, um zu sagen, wir unterstützen auch die kleinen Verlage in dieser Krise. Deswegen hat es Volt bei uns ins Regal geschafft und es kommt auf jeden Fall nachher nochmal ein Spiel, wo ich da dazu gekauft habe, wo ich schon sehr gespannt drauf war. Ja, ich habe irgendwie nur die kleinen Dinge, aber ich kann wunderbar. Auf die Größe geben. Ja, eins der Spiele, wo wir auch schon wirklich sehr, sehr oft jetzt gespielt haben tatsächlich, Trails of Tucana, nicht Tuscana, sondern Tucana, ich hab's gelernt. Wir bereisen eine Insel mit einem Flip-and-Ride-Mechanismus, wir decken Karten auf, bereisen die Inseln, versuchen Dörfer zu verbinden, wir schauen natürlich noch Sehenswürdigkeiten an und dabei versuchen wir so viele Punkte wie möglich zu machen. Funktioniert auch echt super über die ganzen Skypes und anderen Dinge in dieser Welt. Genau. Ja. Wunderbar, ein schönes dazu. Spiel. Schaut es euch mal an, wenn ihr da Lust drauf habt. Ich habe echt nur die großen Dinger. Ja, möchtest du was Kleines? Komm, du kriegst mal was Kleines. Ich reiche dir das mal so. Oh, guck mal, die kleinen. Aqualine von Cosmos. Die Packung ist falsch rum zu, macht aber nichts. Ja. ein Zwei-Personen-Spiel, perfekt für die Corona-Krise. Ein abstraktes Spiel. Wir versuchen Schwärme zu bilden und ein Spieler bekommt die farblichen Steine als Ziel, der andere bekommt die Tiere als Ziel und wir versuchen eben große farbliche Schwärme zu machen, der andere große Tierschwärme zu machen.
hat einen ganz einfachen Mechanismus von Verschieben und Legen. Sehr taktisch. Die ersten Züge denkt man noch, was soll da passieren? Und dann, wenn man ein paar Sachen liegen, dann merkt man echt, oh, da muss man jetzt aufpassen, wie man legt, wie ich dem anderen was wegnehmen kann. Sehr schnell gespielt. Wenn ihr da mehr wissen wollt, dazu haben wir tatsächlich auch schon ein Video. Schaut es euch einfach mal an. Richtig cooles Ding. Ich habe lauter so süße kleine Kartons. Und da kommt das nächste Spiel von Heidelberg. Decipher. Ja, wir versuchen aus Buchstabenstückchen Buchstaben zu bilden, vielmehr ein ganzes Wort. Dazu gibt es einen, der entsprechend der Rätselsteller ist. Er sucht sich ein Wort aus, denkt sich das aus, legt es ganz geheim rein und sortiert sich diese Buchstabenstückchen hinten in seine Schüssel rein. Wie so ein Spielleiter bei einem Rollenspiel. Der sitzt nur da hinter seinem Schirm und baut dieses Wort zusammen und die anderen erraten es. Genau, und dann gebe ich den Mitspielern eins dieser Wortstückchen oder Buchstabenstückchen und die müssen sich dann entscheiden, entsprechend, wo sie es hinlegen wollen. Dafür gibt es dann sozusagen einen Daumen hoch oder Daumen runter. Und so versucht halt jeder dann entsprechend diese Teile hinzupuzzeln. Irgendwann soll den Wort daraus sich ergeben. Haben wir tatsächlich auch schon abgewandelt, jetzt in Corona-Zeit mit Freunden gespielt. Und die waren voll und ganz davon begeistert, haben gemeint, oh, das ist so eine Art Galgenmännchen. So in etwa, ja. Ging richtig, richtig cool. Freue ich mich drauf, das auch mal live ohne auf Skype den Tisch zu bekommen. Damit ich mir nicht immer Wörter ausdenken muss. Mir immer so gute Vorlagen, auf was ich mich freue, und ich weiß, dass ich es wahrscheinlich selten auf den Tisch bis gar nicht auf den Tisch bekommen werde, ist Clank Legacy. Und ich habe es extra noch früh bestellt, weil ich dachte, komm, das will ich gleich spielen. Das ist Englisch, da war ich noch nicht aufs Deutsche. Ich bin mir sicher, ich habe das Englische immer noch da liegen, wenn das Deutsche schon lang out of print sein wird. Ja, Clank Legacy, wer kennt Clank nicht? Und Anschlo, ganz kurz, Anschlo macht seinen Job nicht richtig. Ich drehe immer die Spiele um. Anschlo sitzt nur daneben, sorry, und guckt. Das ist so neu für mich. ja, Clank Legacy ist eben die Legacy-Variante von Clank. Wir werden wahrscheinlich dem Drachen auch wieder irgendeinen Schatz stehlen wollen. Bauen nach und nach unser Deck auf. Aber diesmal sind richtig fette, geile Figuren dabei, seht ihr hier unten. Die kann man nachher auch im normalen Clank benutzen. Und ein mega fetter Drache ist dabei, also nicht nur noch so... Dann hat sich der Preis von 100 Euro ja schon gelohnt, wenn man sagt, da gibt es krasse Minis dabei. Oder Leute? Finde ich, also da habt ihr mich sofort mit. Zum Glück war das noch vor Kurzarbeit. Ja, Clank Legacy. Lange vor Kurzarbeit. Oh mein Gott. Es lag hier nämlich, wir haben es jedes Mal vergessen, mit in die Folge zu nehmen. Ja. 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 Aber ihr seht schon, trotz Kurzarbeit kaufen wir doch echt noch viel. Ja, man muss ja die kleinen Läden unterstützen. So ein Spiel haben wir auch bei der Weiße Hai tatsächlich auf dem Tisch. Kam ja jetzt erst im Frühjahr raus bei Ravensburger. Vielmehr im Englischen gibt es ja schon ein Stückchen. Ja. Und der Weiße Hai, wie soll es auch sein, fressen oder gefressen werden, mehr oder weniger. Eine ist der Hai, die anderen versuchen natürlich dem Hai den Gar auszumachen. Sie müssen die Besucher natürlich vor dem Weißen Hai retten. Sie müssen versuchen, die Insel zu schützen, entsprechend gegen den Hai ankämpfen, und dann geht es auch in einem zweiten Akt dann weiter auf dem Boot, dann wenn sie dann den Hai jagen. Nee, der Hai jagt dann nämlich die Leute auf dem Boot und macht die fertig. Ja, weil er wurde die ganze Zeit getriezt und durfte keine Leute am Strand fressen, und dann sagt er, jetzt mache ich das Schiff kaputt und esse halt einen von denen. Wir haben es tatsächlich auch schon einmal gespielt, aber leider nur zu zweit, um mal die Regeln kennenzulernen, um mal in das Spiel reinzuschauen. Ich würde sagen, der Kauf hat sich definitiv brutal schon gelohnt. Spiel. Brutal gutes Spiel. Ja, es Kick ist halt, Movement. Wenn man mit mehreren spielt, gegen den Hai, kann man sich einfach besser absprechen. Jeder hat dann irgendwie doch, so ein bisschen... Du hast alleine gegen mich gewonnen. Ja, schon, aber es hätte mehr Spaß gemacht, hätten mehrere gegen dich gewonnen. Hai. Ja, vielleicht. Okay, kurz und schmerzlos bestellt. Too Many Bones, zwei neue Charaktere. Einmal Nugget und einmal Tink. Weil man halt alles haben will von Too Many Bones. Ist ja einfach ein großartiges Spiel. Und die Sachen gibt es halt nicht immer. Und die zwei hatte ich noch nicht und habe sie mitbestellt. Ende okay. des Themas. Ja, warum auch nicht? Jetzt kommt mal was Älteres, Kleines auf den Tisch. Seht ihr es überhaupt? Ja. Impact Battle of Elements. Ich hebe auch die Kamera. Ja, das ist super toll. Wir haben eine Arena und müssen hier diese Würfel reinschnipsen. Dabei sollten wir schauen, dass wir gleiche Symbole bekommen, weil es heißt hier, nur einer wird gewinnen, und zwar derjenige, wo die als letztes noch Würfel hat, nicht die meisten, sondern einfach nur als letztes Würfel hat.
Das war jetzt auch so ein kleiner Kauf, da wir momentan viel mit meinen Eltern spielen. Haben wir gesagt, das ist genau das Richtige, das kommt uns ins Haus. Ganz einfach erklärt, zügig gespielt, richtig witzig. Ja, also echt, hat glaube ich auf Boardgame Geek eine 5,5. Aber es ist einfach für absolute Nichtspieler absolut cool, weil da muss man sich nichts merken und einfach Spaß, das Gesellige. Das Gesellschaftsspiel steht halt da im Vordergrund, die Gesellschaft, man macht was. Ich find's gut, macht mir auch Spaß. Jetzt kommt hier Crystal Palace, das krasse Gegenstück zu Impact. Hat aber auch Würfel. Kann man wahrscheinlich nicht mit Nichtspielern spielen, nicht gleich zumindest. Ist ja auch ein Titel von der Spiel 19. Ja. Wir hoffen, die 20 findet überhaupt statt. Wir haben es aber jetzt erst gekauft, weil wir immer so ein bisschen von diesen Mainstream-Titeln auf der Messe Abstand nehmen, weil wir halt sagen, hey, das machen die ganzen anderen Leute eh schon nach dem zweiten Tag, das brauchen wir erstmal nicht. Trotzdem hatte ich Lust drauf, weil es ist ein Dice Placer und wer uns öfter schaut, der weiß, Dice Placer sind definitiv eine meiner Lieblingsmechaniken. Ja, ich freue mich drauf. Heute ist Ostermontag, wo wir das Video drehen und ich habe gesagt, Melli, wenn du die Regeln noch liest, dann können wir das spielen, wenn nicht... Dann spielen wir den Titel, wo jetzt gleich genau. kommt. Genau, also ihr seht mal, wie unanspruchsvoll ich sein kann. Ja? Also entweder spielen wir Crystal Palace oder das, was Melli euch jetzt zeigt. Ja, hammermäßig. Also das sind auch wirklich, das kann man sowas von vergleichen. Und zwar Don Carlo. Sorry. Don Carlo, welche Familie hat den größten Einfluss? Ist tatsächlich auch eine Frühjahrsneuheit von Moses Verlag. Ich mag ja wirklich, muss ich jetzt vorab mal sagen, diese super tollen Schuber, die... Moses hier hat immer in diesem... Ich liebe die einfach. Das Schuberformat von Moses. Ich finde die so toll, ja. Don Carlo, wir schlüpfen einfach in eine Familie, die hier Einfluss nehmen möchte in verschiedenen Ländern, weil sie hier ihre Agenten reinschicken. Und das funktioniert alles über Zahlenkarten. Es gibt verschiedene Städte mit verschiedenen Zahlen, also es gibt 1 bis 3, 5, 7, 9 bis 12 zum Beispiel. Und ich mache jetzt eine Kartenkombination rein und lege die bis 1 bis 3 rein. Ich spiele nur eine 1 und Angelo kann dann nachher versuchen, noch eine 0-1 reinzulegen. Und so versuchen wir halt, unsere Karten geschickt reinzulegen, viel zu legen, um da Punkte und den Einfluss natürlich zu bekommen. Also mal schauen. Crystal Palace oder Don Carlo, vielleicht auch beides. Mal schauen, was es ist. Jetzt komme ich zum nächsten Spiel, was ich gesagt habe. Hey, das könnte doch Ostermontag spielen. Das ist Planet Apocalypse von Sandy Peters. Sandy oder von Peterson Games. Wer ja jetzt sagt, hey, den Namen kenne ich irgendwoher. Ja, das ist der Typ, der hinter diesen ganzen Cthulhu-Rollenspielen und dem Videospiel, ich glaube, dem Videospiel ist es steht, was ich nie gespielt habe, dem Computerspiel. Er hat der Cthulhu Wars gemacht, jetzt hat er Planet Apocalypse gemacht. Es ist ein Tower Defense kooperatives Miniaturenspiel. Wir als Erdensoldatin werden quasi die eindringenden Dämonen versuchen zurückzuschlagen. Das Ganze kam als All-In-Pledge. Ich werde mal nachher ein Bild einblenden, denn dieser Karton, der da vorne steht, den kann ich nicht hier hin. Es waren 3 große Erweiterungen. 10 kleine Erweiterungen, ein paar Goodies. Und ihr seht ja schon, das Grundspiel hat so eine kleine Größe, wirklich kompakt für jede Handtasche, kann man immer überall mit hinnehmen. Ja. Ja. Kam auch nur mit einem bisschen Verspätung. Nur 2 Jahre, glaube ich. Aber hey. Passend zu der Zeit, es kam an. Aber mein Cthulhu Wars kam noch nicht an, Herr Peterson. Also wenn Sie jetzt zugucken oder die Leute von Ulysses Spiele, hört auf, das immer auf die neueste Regel abzudaten, weil wenn ihr 3 Jahre braucht, um die Regeln anzupassen und der Mann alle 2 Jahre neue Regeln rausbracht, kriegen wir das Teil nie. Das ich schieb das war mein mal Frust. so hin. Ja. Ja, das nächste, Crime Stories. Ist leider auch jetzt gekommen. Was heißt leider? Aber 2 bis 10 Spiele möchten wir natürlich mit unseren Freunden spielen. Wir haben hier einen Mord aufzuklären. Einer denkt sich, glaube ich, eine Story aus und die anderen müssen rausfinden, wie, wo, was, warum. Ja, es klingt so ein bisschen nach Black Stories, aber wahrscheinlich doch anders. Es ist vom Autor, vom Buchautor Veit Etzold. Genau. Sagt man nicht Autor oder sagt man... Sagt man trotzdem Autor bei Büchern auch? Nicht nur bei Brettspielautoren? Ein Krimi- und Thriller-Autor steht hier. Wunderbar. Sehr erfolgreich. Sehr erfolgreich. Da habe ich nichts gelesen von. Steht hier dran. Da bin ich echt mal gespannt, wie kreativ wir wirklich sein, ob wir da wirklich selber Geschichten erfinden können oder dann doch lieber ein bisschen mit seinen Ratschlägen arbeiten werden. Ich werde alles in Brettspiele umwandeln. Er wurde erschlagen von Planet Apocalypse, weil er 3 Jahre auf sein Cthulhu Wars warten musste.
Oh, an der Anschluss ist halt ein bisschen angeknabbert. Gar nicht. So ist der Montag, alles cool. Ja, dann mein Auge juckt. Hau mal weiter raus oder möchtest du. Mach mal du weiter, ich habe nämlich nur zwei. Das ist schön. Ich kann dir auch gerne rüberreichen. Dann ein Spiel, ihr sagt jetzt wahrscheinlich, hä, warum? Kurators ist jetzt nur kurzzeitig in der Sammlung, ist ein Kickstarter, wo wir Probe spielen durften. Kommt definitiv auch noch ein Video davon. Geht Ende April auf Kickstarter. Wir versuchen natürlich mal wieder ein Museum zu kreieren, zu bauen. Mit jeder Feinheit. Wir brauchen ein Museum. Wir brauchen Ausstellungsstücke. Die müssen wir uns entweder ersteigern oder à la Indie Jones natürlich ein bisschen räubern. Mal gucken, wie wir was machen. Seht ihr auf jeden Fall mehr dazu. Das ist Kurators, wird aber leider wieder ausziehen. Ja, aber geht an den nächsten Rezensenten weiter. Wir werden Kickstarter, definitiv. Auf jeden Fall. Schieb dir jetzt einfach mal was rüber, weil ich habe keine Ahnung. Ja, ich auch nicht. Bargain Quest, die Black Market Erweiterung Bargain Quest, wurde uns von einem guten amerikanischen Freund auf das Spiel 19 empfohlen. Hey, das müsst ihr mitnehmen. Haben wir mitgenommen, haben es aber noch nicht gespielt. Jetzt gab es bei einem Online-Versandhaus schon vor Corona, sonst hätte ich das nicht da gekauft, weil ich ja die Kleinen unterstützen will, gab es mit Prozenten 20%, jetzt wisst ihr alle, wo ich es her habe. Das Spiel, jetzt habe ich die Black Market Erweiterung, ich habe bei Boardgame Geek so ein bisschen gelesen, das macht das Ganze ein bisschen raffinierter, ein bisschen spannender und ja, wollte ich halt haben. Hier, ja, ich zeige euch nochmal, ich habe gerade so rübergelinst, zwei bis acht Spieler finde ich echt krass. Ja. Mal schauen. Da habe ich schon eine Idee. Dann kommen wir von einem Quest zu einer Saga, würde ich einfach mal sagen. Und zwar die Wikinger-Saga von Schmidt. Wir brechen auf nach Valhalla. Ja. Und, das Blood Rage ohne Miniaturen. Nein, nicht ganz. Das sind Miniaturen drin. Ja, Holz. Ja. Es ist einfach so ein bisschen Push Your Luck. Wir haben eine Art Deckbilder und wir versuchen unsere Karten geschickt einzusetzen, um dann eben diesen Pfad entsprechend nach vorne zu kommen, auf die Zielkarte. Da müssen wir natürlich schauen, den richtigen Slot zu erwischen, weil vielleicht heißt es dann nachher, wir müssen Punkte abgeben. Manchmal bekommen wir Geld, manchmal bekommen wir Siegpunkte. Ich weiß es nicht so genau. Und da gibt es verschiedene Abenteuer und ich finde es echt... Ja, und was ich richtig cool finde bei diesen verschiedenen Abenteuern, lernt man total viel über die Wikinger-Mythologie, die übrigens extrem cool ist. Also da gibt es einfach Monster, da denke ich mir, das könnte aus einem perfekten Hollywood-Film sein. Und da gibt es Sagen, und ich denke, wow, wer sie sich da einfallen lassen haben damals schon, diese Wikinger. Verblüffend. Ja. Nicht nur eine Regenbogenbrücke hatten die, nee, die hatten auch Die hatten ganz Dinge. Viele Dinge, ja. Thema Fantasy, Andor Junior kam auch an. War natürlich vor Corona auch anders geplant, wollten wir mit Patenkind oder so spielen, halt mit dem Junior an unserer Seite. Jetzt haben wir es mit Melli gespielt und mit Mellis Eltern, weil die nämlich auch Nichtspieler sind. Wir dachten, komm, müssen die halt mal herhalten. Ab 7 Jahren ist es ja, das haut also hin. Ja. Ich glaube, die fanden es nicht schlecht. Mellis Bruder, der auch ganz selten spielt, meinte auch, das ist für Kinder. Und genau, es ist nämlich schon ein bisschen anspruchsvoll. Also es ist nicht hier so ein 4 Jahre Haber-Titel, wo ihr irgendwie so Klötzchen stapelt und sagt, so, ihr müsst ihr euch echt absprechen. Es ist eine abgespeckte Version vom großen Andor mit vielen Elementen, die man kennt, mit Abenteuern, alles ein bisschen vereinfacht. Hat aber selbst uns hier Spaß gemacht. Ja. Und ich glaube, das kann echt ein Hit für so ab 7 aufwärts wirklich werden. Richtig klasse, toll. Gerade für Familien, auch Nichtspieler, aber da kommt auf jeden Fall noch was von uns zu. Aber ich finde es wirklich toll und oder alle, wo jetzt sagen, hey, bei Andor verkacken wir jedes Mal, holt euch doch mal Andor Junior. Da habt ihr wahrscheinlich ganz gute Chancen, das Ding zu reißen. Man weiß es nicht. Ja, da ja Ostern war, haben wir in unserer Community-Gruppe ein Schrottwichteln. Nein, es war kein Schrottwichteln, es war ein Osterwichteln. Ein Osterwichteln gemacht und die liebe Eva hat auch tatsächlich uns... Die wohnt hier um die Ecke. Wir haben ihr sogar Porto erspart. Sie hat uns dann gewichtelt und sie hat uns dann gedacht, oh mein Gott, warum muss ich unbedingt die grad ziehen? Sie hatte aber den Vorteil, sie weiß, was wir alle schon haben. Richtig. Sie hat ganz hinten in ihr Regal reingelangt und hat hier Vinetta rausgezogen. Und liebe Eva, Vinetta sagt mir überhaupt nichts. Also hast du wirklich einen Titel erwischt, den ich noch nicht mal kenne? Nee. Und ich bin gespannt, ob wir 2, 4 das mit Stefan dann auch mal spielen werden, weil es sieht nach einem Eurogame aus mit Kartenmechanismus. Wir heben es mal in die Kamera. Wer es denn kennt, Spiegel ein bisschen, schreibt mal bitte in die Kommentare, was das ist, warum das ist. Und
Vor allem der Verlag so Winning Moves. Ja, habe ich noch nie gehört. Der gehört wahrscheinlich jetzt zu Asmodee. Vielleicht haben wir jetzt eine Antiquität hier bekommen und ja. Out of Print kostet bereits 300 Euro. Danke, Eva. Hupsi. Ja, ansonsten kam ja auch die Tage noch Nemesis an. Das Stretch Goal Paket. Also die Stretch Goal Box. Das ist ein Teil von der Stretch Goal Box auch wieder. Genau, wenn ihr hierzu einfach mehr erfahren möchtet, dazu haben wir ja schon ein Unboxing-Video dazu gemacht. Könnt ihr euch mal angucken, was da alles mit drin war. Diese steht einfach für alle Sachen hier. Die steht für alle großen Kickstarter mit viel Zeug, was keiner spielt. Ist das eigentlich eine Kickstarter-Exclusive-Ausgabe? Ja, oder? Vielleicht nenne ich die so. Ne, so viele Kickstarter sind gleich dabei. Nee, aber fette vier, halt. Fünf. Ja, so viel sind es okay, gar nicht. Kein Kickstarter ist Aftermath, aber es hat Aftermath. Aber es hat auch Miniaturen und ist von Playhead Games. Die haben Spiele gemacht wie Maus und Mystik, Herr der Träume und so weiter. Und es ist ein Spiel mit Abenteuerbuch, steht auch vorne drauf. Und es schlüpft quasi in die Rolle wie Herr der Träume. Wir haben ein Abenteuerbuch, da erleben wir kooperativ Geschichten. Es macht das Ganze jetzt aber noch krasser, denn wir haben jetzt eine fortwährende Kampagne, in der wir Sachen in unsere Kolonie bauen. Also wir können ein Lazarett bauen, wir bekommen mehr Mitglieder in die Kolonie. Es passieren positiv wie auch negative Dinge. Wir müssen die mit Käse versorgen, wir müssen halt die Abenteuer erleben. Wir haben eine Karte, auf der wir uns frei bewegen können, haben aber ein Zeitlimit, das heißt, also überall hintrödeln dürfen wir nicht. Aber es erinnert so ein bisschen an so ein Computerspiel, was halt so das Grundgerüst der Mechanik angeht, wo man halt so ein bisschen so ein Open-World-Spiel hat. Sehr cool. Klingt sehr cool. Ich freue mich drauf. Und leider passend irgendwie gerade zu Corona, ja, weil das ist ja hier Apokalypse. Menschen sind zu Staub zerfallen. Irgendwie kommt mir das auch bekannt vor. Ich weiß aber jetzt nicht, warum. Momentan sind die Menschen halt zu Hause, dann Corona und die Tiere tanzen auch draußen auf dem Tisch. Keine Ahnung. Wir haben keine Spiele mehr da. Nein, das war alles, was wir für diesen Monat, was wir diesen Monat gekriegt haben, ins Haus gekriegt haben, in die Sammlung gekriegt haben. Ja. Mal gucken, wo der Platz hinreicht. Wir machen ja irgendwann noch eine Roomtour, wo ihr unsere Karlax-Regale, Hashtag Werbung, sehen werdet. Das war's aber jetzt von hier. Vielen Dank fürs Reinschauen. Lasst gerne einen Kommentar da, lasst ein Like da und lasst gerne auch ein Abo da, wenn euch das Ganze gefallen hat. Das hilft uns, Videos wie diese zu produzieren. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.